We'll take it in the park, plus and we just don't care. Hallihallo, liebe Leute, The Mac is back. Und zwar sind wir an einem Vortreffen hier in Zollstock. Und von hier aus geht's los auf eine riesengroße Tuning-Event-Party. Und zwar die TÜV Tuning Night 2013. Ziemlich bekannt, überall ausgeschrieben. Und da treffen wir auf diverse Fahrzeuge. Also es ist ein markenoffenes Treffen. Das heißt VW, Audi, BMW, Mercedes. Genau das, was ihr sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß. TÜV Rheinland Tuning Night, die fünfte, die findet hier zum fünften Mal statt. Wir haben hier folgende Preise. Einmal den Clubpreis, das ist, bekommen diejenigen, die mit den meisten Mitgliedern anreisen. Dann haben wir den Show und Shine Wettbewerb, da gibt es den ersten, zweiten und dritten Platz. Das ist ein Publikumspreis, das heißt, es wird von den Besuchern hier ausgewählt. Ja. Tja. Wie wir mitbekommen haben, sind diverse Preise anstehen. Und ist es denn möglich, als normale zivilisierte Person sich mit einer normalen Anmeldung auch dazu zu qualifizieren? Ja, wir hatten die Möglichkeit, beziehungsweise wir haben auf Facebook legmichtiefer.de eine Community. Dort konnte sich jeder registrieren. Okay. Und mit dieser ausgedruckten Registrierung auf dem Armaturenbrett hat man Zufahrt auf das Gelände. Und kann man auch teilnehmen an Wettbewerben? Genau, genau. Jeder kann teilnehmen mit seinem Auto. Super, Dankeschön. Ja, vielen Dank. So, Lamoni mein Name, mal wieder an einem Lupo, wo ich starten muss auf der Tuning-Messe, wo der Mac jetzt euch alles erklärt hat über Autos, über Sachen, aber mich gibt's ja auch noch und deshalb muss ich mich jetzt auch mal kurz wichtig tun und nicht nur immer mit der Kamera aufnehmen. Es muss ja auch irgendeinen Sinn machen, hier zu sein. Der TÜV Rheinland war so freundlich, mir den Herrn Sander zur Verfügung zu stellen. Der steht hier schon bereit und kann uns erklären, worum es sich jetzt handelt. Herr Sander, guten Tag. Lamoni mein Name. Guten Tag. Guten Tag, Herr Sanders. Ich habe eine Frage. Worum geht's heute? Was ist hier los? Was machen wir hier? Ja, wir machen hier die fünfte Tuning Night. Das heißt, seit fünf Jahren sind wir dabei. Grundgedanke war mal, dass wir unsere Kunden beraten wollten. Das heißt, das Tuning-Geschäft gibt es schon seit Jahrzehnten. Wir haben immer wieder an unseren Prüfstellen die Erfahrung gemacht, die Leute setzen sich was in den Kopf, die fangen an zu basteln, investieren sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und sind dann auf einmal tierisch enttäuscht, wenn man denen sagt, ja, das sieht zwar gut aus und ist auch schön, aber leider nicht vorschriftsmäßig. Genau, das ist das Schlagwort. Es sieht schön aus, es ist wunderbar, aber es ist nicht vorschriftsmäßig. So habe ich mir auch vorgestellt. Der TÜV Rheinland gehört in meinen Augen nicht zu dem, wenn ich mein Auto tune. Das ist ja das der schrecklichste Moment, den man sich vorstellt, vom TÜV abnehmen zu lassen, normalerweise. Aber wie kam es zu dieser Verbindung von Tuning und TÜV? Ja, diesen schrecklichen Moment wollen wir eben umgehen. Und deshalb haben wir gesagt, wir stehen gerne als Fachleute zur Verfügung und beraten im Vorfeld. Kommt zu uns, zeigt uns, was er kaufen will, zeigt uns einen Prospekt oder zeigt uns einen Internetauftritt und sagt, das wollen wir haben oder das stellen wir uns vor. Und dann können wir sagen, das geht oder das geht nicht. Unter dem Schlagwort entdecke das Mögliche. Ja, haben wir das angefangen. Daraus ist dann irgendwann die Tuning Night entstanden, weil wir viele Zusprüche hatten, die dann gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir so tolle Autos, wir möchten sie auch mal zeigen. Und dann haben wir im Rahmen der Nacht der Technik mal angefangen mit einer Tuning Night. Mittlerweile ist die Tuning Night so groß. Wir haben hier fast 600 Fahrzeuge, die sich hier versammeln, heute am Samstag. Wir können es nicht mehr mit einer anderen Veranstaltung koppeln, ganz einfach, weil wir das Parkvolumen gar nicht mehr haben. Auch die Zuschauer nehmen die ganzen Parkplätze hier im Umkreis in Anspruch. Ja, und das ist der Erfolg und wir freuen uns. Wir haben viele tolle, schöne Autos hier.
der eine oder andere entspricht sicherlich nicht ganz den Vorschriften. Teilweise haben wir auch Schaufahrzeuge dabei. Genau da wollte ich gerade ansetzen, den Vorschriften. Dann hätte ich ja eigentlich Angst, wenn ich hier beim TÜV wäre, bei der Tuning Night, dass ich mein Auto dann hier hinbringe, dass es kontrolliert wird. Oder, wenn ich mal den vernünftigen Gedanken auffasse, eigentlich laufen Leute vom TÜV hier rum, sage ich mal, und schauen sich das an und greifen die dann auch mal ein und sagen mal dem einen oder anderen, hör mal, das ist seltsam. Ja, sicherlich gehen wir hier rum und machen uns auch ein Bild davon. Aber hat jetzt keine rechtlichen Folgen, wenn jetzt die Leute vom TÜV hier rumlaufen und irgendwas beanstanden, ist das einfach nur eine Kritik, ne, am heutigen Tag? Nee, wir beanstanden nicht, wir machen hier für uns eine Meinungsbildung. Ja. Man sieht das, da sind sicherlich auch Sachen bei, die nicht vorschriftsmäßig sind. Zum Teil sind die Fahrzeuge auch nicht angemeldet, die sind auch im Anhänger hier hingekommen. So, und dann sind es reine Showfahrzeuge, da ist natürlich alles dran zulässig, solange sie nicht im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Das, was hier steht, wird einfach erstmal nur angeguckt, das wird bewertet. Wir sind nicht die Polizei, wir haben auch hier keinen Gutachtenauftrag, wir machen auch hier jetzt in dem Sinne keine Gutachten, dass wir hier selbstständig tätig werden. Man hält das nur zusammen. Ne? Wir haben den Platz zur Verfügung gestellt, wir haben eine Internetplattform, wo wir Rede und Antwort stehen für Fragen. Wie ist die Internetplattform? Die heißt legmichtiefer.com. Leg mich tiefer, Jungs, leg mich tiefer. Das hat er jetzt nicht richtig aus, das muss man schon richtig aussprechen. Legmichtiefer.com. Ja, okay, da beantworten wir natürlich auch gerne die Fragen, die uns gestellt werden, eben um Fehlkäufe zu vermeiden, um Enttäuschungen zu vermeiden. Wir wollen auch, dass unsere Kunden glücklich sind und für uns ist es wesentlich einfacher zu sagen, du hast ein tolles Auto und wir kleben dir eine Plakette da drauf, als zu sagen, also das ist nichts und das entspricht nicht. Und das ist für beide Seiten sehr ärgerlich und sehr problematisch. Das wollen wir nicht. Okay, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich finde es eine sehr gute Idee. Kommt alle hier zum TÜV. Einmal im Jahr findet das statt? Ja, wir machen es jährlich. Also könnt ihr an euren Autos rumbasteln oder so, wenn ihr wirklich mal gucken wollt, ob das auch was gebracht hat, dann ist hier bestimmt die richtige Nacht, oder? Die TÜV Ride Night? Die Tuning Night, ja, aber die sollten vorher zu uns kommen. Sollten also nicht bis warten und basteln und die Fehler ihrer Vorgänger machen, sondern sollten sich vorher beraten lassen, zu uns kommen und dann so basteln, damit wir auch die Plakette geben können. Bitte. Ihr wisst Bescheid. Schön, tief. Dankeschön. Bitte. Bis zum Geht nicht mehr. So muss das sein. Dankeschön. Bitte. Schön, tief. Bis zum Geht nicht mehr. So muss das sein. Skoda, VW Panel. Kann man damit noch fahren? Schön, tief. Kann man damit noch fahren? Schön, tief. Das ist fraglich. Wahrscheinlich ein Luftfahrwerk drin. Schön, tief. Nicht mehr. So muss das sein. So ein bis zum Geht nicht mehr. So muss das sein. So eine Tiefe wird das schon schwierig sein. Ja, willkommen im Tuning Night 2013 am TÜV-Gelände in Poll. So muss das sein. Ja. Mädchen gibt's da auch natürlich. So muss das sein. Demonstriert. Nicht nur einfach nur rosa, pink. Wenn wir mal schauen. So muss das sein. Glitzer mit dabei. Airbrush mit dabei. So muss das sein. Mickey Mouse. Oder Barbie. Nicht zu müde schwer. So muss das sein. Flügeltüren. Schalensitze. Und da ist schon die Mickey Mouse drin. Schön tief. Schön gemacht. Der blaue Polo. Schön tief. Auch schön Effekt drin. Bis zum Geht nicht mehr. So muss das sein. Und jetzt. Was haben wir noch hier? Oh, schau mal hier. Ein Polo. Schön tief. Hier haben wir ein Polo. Nicht mehr, so muss das sein. Kein Polo, sondern der Bass-Polo. Schön gemacht. Das ist mal Tuning. Geairbrushed. Super gemacht. Schön sauber. Die Farbkombination ist auch gut getroffen, wie ich finde. Und was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Komm her, Micha. Bis zum Geht nicht mehr, so muss das sein. So, Micha, fährst du ein Jetta hier oder was ist das? Nein, VW Derby. Derby, ja. Das wollte ich wissen. Was hast du denn da alles gemacht, ey? Meine Güte. Komplett alles gemacht. Komplett alles. Du hast sogar unten drunter alles lackiert und poliert. Ja, all glatt lackiert. Das ist doch mal krank, oder? Ja, das ist mal richtig krank. Super Sache. Als alter Arbeitskollege, ne, hat man viel darüber geredet und jetzt kriegt man das alles mal zu Gesicht. Ja, genau. Wie wir sehen, Getriebe, Motorraum. Chromon das Chrom ohne Ende. Das ist das Motto hier. Double Overhead Camshaft 16V. Wie lange bist du da dran jetzt? 19 Jahre. 19 Jahre.
19 Jahre, hast du denselben Auto? Ja, hast du 19 Jahre dasselbe Auto. Muss man erst mal nachmachen. Da muss einer mal nachmachen, da sagst du was. Ja. Und wie ich das schon finde, wie auf diversen anderen Treffen, ne? Ja. Bist du immer gut dabei? Ja, also hier ist ja immer so eine Sache, hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, aber wegen ist dem kein Problem, dabei sein ist alles. Genau, dabei sein ist alles. Und mit dem kannst du auf jeden Fall überall blicken lassen. Ja, genau, da kannst du überall hinfahren und gucken. Also, wir waren letzte Wochenende in Holland bei Fanatic. VW Fanatics, genau. Ja, genau, und da haben wir den zweiten Platz Best of Show and Shine gemacht. Super, Hammer. Ich gratuliere dir. Dankeschön. Micha, wir sehen uns. Jo, alles klar. Alright. Alright. Ciao. Ciao. Das war mein alter Arbeitskollege. So, da ihr überhaupt nicht wisst, wie McLaren angeht, muss ich den für euch anmachen und euch sagen, die Tuningmesse war wunderbar, ich bin weg, das war's von mir. Aber ich glaube, es geht hier gar nicht um mich. The black man is back, the Vince Rap, take that. Meine Rhyme sind so bad, sie blown dich weg, du Kack. Rap ist mein Leben, ich bin Hip-Hop in Person. Andere Rapper kommen vorbei und sie putzen meinen Thron. Cologne City, der Dawn, ich bin die Number One. Ich bin der einzig schwarze Rapper mit den Vorstrafen, Son. La Monica Capone, ich bin mehr wert wie der Dome. Bass Ghetto in Cologne, Kid laber in den Drum. Bass Rap, who's bad, what's dead, what's rap? Ich hab keine Zeit für deinen Hip-Hop, du Kack. Laber mich nicht voll mit deinen Clown-Klamotten. Du aus wie ne Bitch, es geht woanders verrotten. Bass Army, du bist Afro, Nigerian Passport. Geh zurück zu deinem Papa und der haut dir den Arsch vor. Be real, stay real, deutscher Hip-Hop ist ne Bitch. Deutscher Hip-Hop ist beschissen und alle Rapper lächerlich. Ich glaube nicht, dass du ein cooler Rapper bist. So viel zu labern ist, wo ich herkomme, ich lächerlich. Wo's Rap? Ich hab keine Zeit für deinen Hip-Hop, du Kack. Nein, ich glaube nicht, dass du ein cooler Rapper bist. So viel labern ist, wo ich...